Herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine neue Voice Stars. Heute gibt es wieder die One vs. One Championship. Und das letzte Mal Gruppe C. Zweites Spiel hier für den dritten Spieltag in dieser Gruppe. Und die Ausgangslage ist ganz klar. Das Spiel haben wir gesehen. Und dieses Spiel führt uns dazu, dass es ganz einfach ist. Ich bin's. Der hat 4 Punkte. Der ist fix durch. Dem passiert, egal was er spielt, hier im Finale nichts mehr. Der ist fix im Achtelfinale. Und Niklas muss einfach nur 3-1 verlieren. Der muss einfach nur ein einziges Game holen. Er darf halt nur nicht 3-0 verlieren. Und er steht auch im Achtelfinale. Sollte er 3-0 verlieren, hat es Fire Ninja geschafft. Der muss also auf die Mithilfe von Ich bin's jetzt hoffen in diesem Achtelfinale. Niklas muss ein einziges Game gewinnen. Und ist dann durch. Und ich bin gespannt, ob das so einfach ist gegen Ich bin's, ein einziges Game überhaupt zu gewinnen, der bis jetzt ja ohne eine Niederlage in diesem Turnier spielt, beziehungsweise er hat schon verloren, aber eben nur ab und an mal so ein 3:1 gab es bei ihm, aber er hat bis jetzt dann trotzdem immer noch die Punkte nach Hause geholt. Ist jetzt ein bisschen zurückgedrängt gerade, aber könnte sich da glaube ich wieder befreien, wenn er wollte. Geht auch wieder da weiter nach vorne jetzt. Niklas hielt sich noch nicht hoch. 4000 HP jetzt, ha. Jetzt hat er sich wieder hochgehielt. Und müsste eigentlich näher an der Ult sein. Ist auch näher an der Ult. Kann jetzt auch einsetzen. Das macht ich bin's nicht schlecht. Ah, das hat er nicht schlecht gemacht. Niklas. Aber kommt da durch. Wollte da glaube ich durchrennen probieren gerade. Was ich mir dann doch nicht getraut. Jetzt ist natürlich die Frage hier, kommt Ich bin's da wieder raus? Er hat noch circa 50 Sekunden, um sich dazu befreien, bevor es in der Overtime extrem schwierig wird. Wichtig auch für Niklas, könnte sich auch noch der Gruppensieg ausgehen? Sollte er hier mindestens mit einem 3:1 gewinnen, Niklas, gegen Ich bin's, hätte er auch den Gruppensieg. Also es ist nicht nur so, dass er nach hinten sich absichern könnte, er könnte auch noch den Gruppensieg holen. Aber dafür müsste er mindestens mit 3:1 gewinnen. Wie er nicht bin's. Ja, was sehr unter Druck steht hier in diesem Spiel. Jetzt kommt er wieder mal ein Hit raus. Halt Niklas mit Ult. Das setzt sie noch nicht ein. Wird sie vielleicht bis zum Ende hin behalten. Frage ist, kann er jetzt das doch machen? Die Wände gehen auf. Der Ball ist aber sehr seitlich. Solange er da liegt, passiert ich jetzt eigentlich nichts. Er müsste halt sterben, damit Niklas da vorbeikommt. Solange das so bleibt, passiert ihm gar nichts. Wir könnten hier vielleicht noch eine Runde sehen auf dieser Map. Beide lassen sich zu wenig hitten, dass da was passiert, glaube ich. Sehr am Limit hier bei den Schüssen von Niklas. Man sieht das ganz knapp immer wieder mit den Hits. Jetzt geht er mal direkt rein und hat Lex. Er bleibt stehen. Ja, man sieht halt den Ehrenmove bei anderen Leuten. Bei Niklas sieht man das dann leider nicht. XL wissen wir ja, der hat ja den Move dieses Events gemacht, den Move der Championship. Mit diesem Ehrenmove-Play. Einfach mal den Ball zur Seite schießen, kein Tor machen. Aber ich glaube, das sieht man hier nicht in so einem Spiel. Da geht das Ego ein bisschen durch, glaube ich, bei den beiden. Und da kommt es nicht zu einem Problem. Man hat nämlich gesehen, dass da moved, ich bin's nicht so. Wenn du zuerst 2 Minuten lang den Play siehst, dass beide sich nicht, beide keine Fehler machen, nur einander 2 Hits bekommen. Und dann läuft er so aggressiv rein, das ist nicht gewollt gewesen. Und somit Niklas fix jetzt im Achtelfinale. Schade, dass es jetzt so eindeutig und schnell ging. Jetzt vielleicht auch noch ein Gruppensieg möglich. Aber ich glaube, die meisten von euch hätten hier nicht wie X-Ray den Move gemacht. Dann hätten das Tor geschossen. Aber trotzdem, wäre nochmal wirklich ein guter Move gewesen. Aber ich glaube, der Move von X-Ray, den werden wir nicht mehr sehen im Event. Der war schon sehr einzigartig.
Wir sollten jetzt gleich auf Backyard Bowl gehen und für ich finde es ist jetzt wichtig, die Gruppenführung zu bekommen, behalten, denn wir wissen genau, Gruppe D mit Dima, mit Smokey und mit 5, das ist eine Horrorgruppe und dann möchtest du am liebsten erstes eine Gruppe C, um dann eben nicht gegen den ersten aus Gruppe D spielen zu müssen. Weißt aber ganz einfach auch, dass ich bin jetzt einfach gechillt weiterspielen kann. Solange er auch mit 3 zu 2 verliert, hat er es geschafft. Ich bin mir sicher, dass er nicht mit 3 zu 0 hier rausgehen wird. So, sie sind noch nicht in der Runde. Schauen wir mal, was da los ist. Sind wir nicht in der Runde. Sollten sie aber jetzt, glaube ich, mal gleich gehen. Zweite Map, Backyard Bowl, Gale, Karl. Ich glaube, da ist Karl sehr, sehr stark. Werden wir, denke ich, jetzt mal gleich sehen. Wir sehen auch das Karl-Duell zwischen ich bin's und Niklas, der gleich früh mit dem Gadget reingeht, das aber gar kein guter Move war, denn somit kann ich bin's ganz locker den Kill machen. Der Move funktioniert gut, wenn du nicht gegen einen anderen Karl spielst. Und ich bin's. Oh! Oh, ich hab's durch die Lags nicht ganz gesehen, aber... Aua! Hat er da gerade einen guten Play gemacht? Ei! Au, der... Ja! Ich hab's... Man hat's wahrscheinlich nicht ganz wieder auch gesehen, aber... Oh, man hat doch erahnen können, was er vorhat. Ein Gadget darüber macht, einen Schuss und... Ah, was ein geiles Tor! Ist jetzt das Tor, glaube ich, in dieser Championship. Was ein geiles Tor, holy moly! Oh, dieses Tor. Das war ja ein Traum von ich bin's. Was ein geiles Tor. Das Spiel laggt gerade ein bisschen, aber holy shit. War das ein geiles Tor? Oh man, oh man. Dieses, oh, das Tor. Wir sehen gerade eh keine Action. Oh, ich bin noch so verliebt in das Tor. Hat er gerade wirklich gegadgetet drüber noch extra? Und den Trickshot raus. Ah, oh, wenn ich drüber nachdenke. Oh. Oh, ich liebe dieses Championship, Leute. Das war wieder so ein geiler Play. So, wir sehen jetzt das Langweilige an dieser Championship. Das ist nicht das Geile. Das ist einfach nur stumpfes Abcampen. Und ich glaube, Niklas wird jetzt schon mal Ammo hinterschießen will, damit er ja nicht verfehlt. Oh, dieses Tor war ja ein Traum. Holy moly. War das geil. So, es leckt ein bisschen. Ich habe ja auch egal, wir verpassen nämlich nicht viel gerade. Der Schuss wird jetzt kommen. Von Niklas. Links oder rechts. Sagt schon schnell, ich sage links. Ich sage, es leckt auch wieder jetzt beim Schuss. Ja, es hat geleckt, aber er hat, glaube ich, links reingeschossen, aber ja. Das ist halt das Langweilige dran. Niklas gewinnt auch die zweite Runde. Ich hoffe jetzt auch, dass ihr die Runde gesehen habt. Nicht, dass ich jetzt nur ich den Trickshot gesehen habe, der echt legendär war. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Knopf gedrückt, dass ich gerade die Szene gewechselt habe. Oh, aber der Trickshot war schön. Egal, ob ich ihn gesehen habe oder nicht, der kommt einfach rein. Weil ich so surprised war, dass der jetzt kommt. Ich dachte, was macht denn der jetzt? Da wundert mich nichts mehr. Das hat er clean gespielt. Wir haben gerade über Niklas zugesehen. Das war gerade auch die falsche Sichtweise, die wir gesehen haben. Sorry Leute dafür. Aber ihr wisst ja, wer es durchgeschossen hat. Das war nämlich ich bin's, der zwar ein rotes eingeblendet war gerade, aber...
Massen, boah. Das sollte dann, glaube ich, auch locker in die Top 10 reinkommen. Der besten Plays, wenn nicht sogar auf 1 bis jetzt. Er hat mir schon sehr gut gefallen. Aber was wir natürlich in diesem Spiel bis jetzt verpasst haben, ist, dass Niklas Rost in 2-0 Führung liegt. Und sollte er das Spiel gewinnen, gewinnt er auch die Gruppe C. Was eine ziemliche Überraschung wäre. Man weiß ja nie. Aber auf jeden Fall heißt es für ich bin es jetzt auf jeden Fall mal die Runde gewinnen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Dann sieht es schon mal wieder ein bisschen besser aus. Wir gehen rein und schauen über ich bin es jetzt zu. Jetzt stimmt auch wieder die Grafik. Und wir gehen rein in diese dritte Runde. Zwei Matchbeispiele jetzt für Niklas, der sich hier für Jesse entschieden hat. Und ich bin es klassisch für Jean. Oh, es laggt leider, sorry Leute. Es laggt leider gerade richtig schlimm. Oh ja, ich habe so Lags, nein. Beide gehen down. Oh, das hat ich bin's auch nicht gut gespielt gerade. Das hat ich bin's leider gerade auch nicht wirklich gut gespielt. Hier, der Jesse da ein bisschen zu viel gefeedert. Weißt du, was ich bin's da gerade versucht, aber es ist nicht der beste Move, den er gerade da so bringt. Da will jetzt einfach reinschießen. Das geht sich aus, da macht nichts, das ist ein Fehler. Und ich bin's trifft. Eiskalt ausgenutzt. Eiskalt ausgenutzt, den Fehler. Und ich habe Lex, Leute, warum denn genau in dem Spiel jetzt? Ich hasse mein Internet. So. Wenn Niklas jetzt eine Minute da abkämpfen will, dass dann das durchschießen will, bin ich grantig. So, macht ich bin jetzt den Move. Schießt ihn in eine der zwei Ecken rechts oder links rein. Sieht nicht danach aus. Aber er muss ja nicht angreifen, er muss nur verteidigen. Ah, der Predict Bull geht leider nicht gut. Und jetzt kommt die Ult. Jetzt wird schwierig für ihn. Jetzt wird schwierig für ihn. Nochmal noch. Er hat noch einen Shot. Und jetzt einfach warten. Oh, warte doch einfach. Oh, das ist gefährlich, was er macht. Aber er ist durch. Er ist durch. Er ist durch und hat das geschickt gemacht. Er hat das geschickt gemacht. Ich bin's. Hat das sehr gut gespielt und macht das Tor. Und verkürzt auf 2 zu 1. Das wiederum hat das sehr, sehr gut rausgespielt. Das ist das sehr, sehr gut gemacht. Und wir sehen zum ersten Mal im Abend für den dritten Spieltag nach jetzt dem 5. Spiel, das ist das 6. Spiel, die 4. Map. Die 4. Map Winter Party. Sehen wir jetzt also. Okay. Ich bin jetzt gerade das Game restarten, okay. Winter Party, das ist eine All-Werfer. Dynamite Bali Tick Map für uns hier in der Championship. Das heißt, wir sehen eigentlich wieder mal ein Werferduell. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und sollte es hier ich bin's gewinnen, sehen wir nochmal Triple Dribble zum großen Abschluss. Was sollten wir das sehen? Ist egal, wer gewinnt. Hat ich bin's die Gruppe gewonnen. Das heißt, das Spiel hier ist das Wichtigste. Wer das hier gewinnt, gewinnt auch Gruppe C. So einfach ist das. Auf der Map Winter Party mit Werfern wird alles entschieden. Bin gespannt, entscheidet sich für Bali, für Tick oder sogar Whisky für den Dynamike. Das ist hier, glaube ich, die große, große Frage. Wir gehen rein ins wichtigste Spiel dieser Gruppe. Beide haben sich für Bali entschieden. Ja, diese Lags sind extrem nervig gerade. Oh, Niklas trifft dann hinten nicht. Es tut mir so leid für die Lags, Leute. Es tut mir extrem leid. Und ich bin's, macht den Kill. Er macht hier den Kill. Nice gemacht hier von ich bin's. Wichtig auch. Und
die Ult trifft aber nicht, die Ult trifft nicht. Und somit entscheidet sich hier sofort nach insgesamt. Ich kann nicht zählen, ach, es werden glaube ich 43 Sekunden so gewesen sein. Ich bin's, gewinnt Gruppe C, dreht vielleicht sogar das Spiel. 2-0, 2-2. Gibt's hier nochmal so richtig einen auf dem Deckel für Niklas. Könnte passieren jetzt Map 5. Wir sehen Map 5. Wir sehen Dribble Dribble, Leute. Ich freue mich. Und wir sehen jetzt also Dribble Dribble, Lou, Terra oder Nita. Ich bin es halt nicht mehr zu verlieren. Er könnte jetzt mit einem interessanten Lubik oder so gehen. Wäre für mich schon ganz interessant, glaube ich, jetzt zu sehen. Aber wir wissen, ich bin es gewinnt die Gruppe. Niklas wird weiter. Glückwunsch an die beiden auf jeden Fall, dass sie es geschafft haben. Aber jetzt die große Frage hier, wer holt sich den Stick in diesem Duell, wer holt sich Match 5, das wichtigste Match hier. Ist vorbei, aber jetzt geht es nochmal vielleicht einmal um die Ehre. Für Niklas, um die wieder aufzubauen, nachdem er gut gespielt hat am Anfang, dann seine Ehre komplett verloren hatte mit diesem Trickshot gegen Tor und dann auf einen Sachen Leckel bekommen hat, 2-2, da steht es ja jetzt. Und bei Ich Bin's heißt es einfach, das Spiel zu drehen und als Hero darzustellen. Wir sehen ja Terra-Duell. Und wir sehen Lags, Leute. Ja, mein Internet ist halt wieder mal weg heute. So, das war gerade ein Gadget, das ich verpasst habe, weil ich gerade unbedingt wegschauen musste. Aber wir sehen, Ich Bin's schon wieder am Stürmen. Wascht hier schon wieder aggressiv rein und macht viele Hits hier gegen Niklas. Macht sehr viele Hits gegen Niklas. Ich bin's. Vielleicht ist es natürlich schwer, gerade alles zu sehen, aber das sollte näher an der Ult sein, eigentlich. Ich bin's, macht so viele Hits. Letztes Gadget von Niklas war wieder nicht gut eingesetzt. Jetzt kommt mal eines von Ich bin's. Der macht das bei weitem besser. Der macht das sehr gut. Und macht den Kill, das sollte jetzt reichen. Das reicht. 1-0. Und der sollte, wie gesagt, auch näher an der Ult sein. Und sollte das jetzt ausnutzen können. Er ist näher an der Ult. Die Ult ist leider nicht gut, aber der Weg ist lang für Niklas. Der Weg ist zu lang. Und Ich bin's, ist der zweite Spieler, der ein 2-0 drehen kann. Glückwunsch. Da sieht man mal, was mit einem passiert. Wenn man confident ist. Wenn man sieht, ich gewinne gerade gegen den Wildcard-Spieler. Und dann bekommt man diesen Trickshot ins Face. Und ist einfach raus, Leute. Das wird ein langes Nachspiel für ihn haben. Denn ich kenne die Leute, die die Videos sehen und die Leute, die das feiern. Ich will keinen Namen nennen, aber das darf einem nicht passieren. Und das ist ihm passiert, aber was ein geiles Match, Leute. Das ist eins meiner Favorites, glaube ich, bis jetzt. Ich bin's, Niklas, 3-2. Glückwunsch an beide. Beides sind weiter im Achtelfinale. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ciao.